Und damit herzlich willkommen zum nächsten Ligaspiel. Ich musste mich richtig abhetzen, dass ich das euch live zeigen kann, aber ich habe es rechtzeitig noch nach Hause geschafft, um für euch das Video zu machen. Aber auch ich hatte richtig Bock, dieses Spiel noch aufzunehmen. Pokalrückspiel gegen Miami FC. Hinspiel ging 2-0 für uns aus. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie ein Auswärtstor hier schießen, dann haben wir richtig gute Karten auf das Achtelfinale. Ja. Aber erstmal fängt der Gegner hier mit dem Angriff an. Und es gibt endlich mal gute Nachrichten. Endlich hat sich ein Verteidiger gefunden, der sie zu mir wechseln will. Ja, endlich muss man sagen. Hier haben wir uns Silva. Na komm, geht drauf. So, Jesus Silva, 20 Jahre alt aus Paraguay, 163 Stärke, ist genau das eigentlich, was gesucht hat. Ich hätte natürlich lieber einen 164er gehabt, aber ich habe jetzt einfach das genommen, was jetzt am nächsten einfach dran war. Und ich habe tatsächlich nur einmal für ihn bieten können und schon habe ich ihn bekommen. Also das war nochmal recht einfach, an ihn ranzukommen. Und jetzt bin ich endlich mal beruhigt, dass ich so weit, so gut jetzt erstmal mit den Transfers abschließen kann. Fürs Erste liegt die Betonung. Ich lasse mir da natürlich noch ein bisschen Spielraum, wenn natürlich noch Bedarf besteht. Da werde ich auf jeden Fall eventuell nochmal zuschlagen. Aber jetzt bin ich erstmal beruhigt, dass ich da jetzt einen sicheren Mann noch in der Defensive habe. Und es gibt Freistoß und Stor steht wieder bereit. Setzt ihn aber diesmal neben das Tor, schade. Ja, Jamil spielt trotzdem nochmal, weil Prince Akam immer noch rot gesperrt ist, glaube ich, jetzt schon das dritte Spiel. Nee, Quatsch. Das wurde Spiel. Zwei Spiele war er gesperrt, das ist jetzt aber das letzte Spiel hoffentlich. Hoffentlich im Achtelfinale ist er dann wieder dabei. So, also ist schon mal gut, dass der Gegner jetzt hier nicht total dominiert. Dass ich jetzt in Ruhe hier mein Spiel durchführen kann. Statistiken ist irgendwie noch gar nichts passiert. Auch nicht schlecht. Ja. Und dass der jetzt bloß nicht irgendwie noch ein Tor macht, weil wenn der ein Tor macht, dann wird es gefährlich nochmal. Ich will es eigentlich schon jetzt klar machen, aber ich habe gesagt, am besten mit dem Auswärtstor, weil dann muss der 4 Tore schießen, um weiterzukommen, aufgrund der Auswärtstorregel. Ramirez im Abseits. Ein Tor und das wäre so Gold wert einfach nur. Und jetzt wieder Stor, jetzt kannst du ihn aber mal reinmachen. Ja, macht er auch, super, 1-0. Da ist es, das so wichtige Auswärtstor. Jetzt muss der 4 machen. Jetzt muss der 4 machen. Jetzt muss der wirklich, das glaube ich wirklich nicht, da muss der jetzt schon wirklich eine große Angriffswelle starten. Und er ist ja selber noch nicht mal dabei. Also von daher glaube ich da nicht, dass da noch irgendwas kommt jetzt. Und Liga war ja heute Morgen schon gewesen. Und da schauen wir gleich mal rein, wie es ausging. Das mache ich so im Laufe der zweiten Halbzeit dann. Jetzt hat Tönnelt sich auch eine gelbe Karte abgeholt, aber die haben eben keinen Freistoßspezialisten wie mein Anders Stor. Ja, Müller im Abseits, was laufst du denn ständig ins Abseits, Mann? Und jetzt kann man auch wirklich mal ein paar Anweisungen geben hier, dass man einfach jetzt ruhig spielt, defensiv. Dass man ein paar auch Kräfte schon ein bisschen. Ja, der Ausgleich, okay. Ja, da kann man jetzt drüber hinwegsehen. Er braucht immer noch 3 Treffer. Er braucht immer noch 3. Er braucht immer noch 3. Also ganz ruhig jetzt hier. Ja, und hoffentlich morgen kann ich dann hoffentlich mit meiner besten Elf dann spielen im Liga- oder Champions League-Spiel dann. Das Beste, was ich dann aufzustellen habe. Mal schauen, ob mich das jetzt noch mehr pusht. Ob ich die Erfolgsserie dann trotzdem noch weitergehen kann dann. Mit einer noch besseren Aufstellung, mit noch besseren Verteidiger hinten. Und ja, das war schon wirklich. Mann, hat sich das hingezogen mit diesem Verteidiger. Ständig hat es nicht geklappt. Gelb-rote Karte jetzt für den Gegner auch. Und Sturm macht ihn wieder rein. Der Typ ist der Wahnsinn. Was der vom Freistoß alles kann, das ist echt der Hammer, Alter. Der Typ ist der Wahnsinn, Alter. Anfangs hatte ich ein bisschen Zweifel, weil er auch so ein bisschen
Tore schießen nicht so gut konnte, fand ich. Aber jetzt, wenn er die seine Freistöße bekommt, dann haut er die einfach rein. Das ist echt der Hammer, der Typ. Das Geld auf jeden Fall wert, was ich investiert habe, war ja schon eine ganze Menge gewesen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Tönelt macht das 3-1 super. Und jetzt ist es echt endgültig durch. Jetzt brauchen wir wirklich. Jetzt sind wirklich alle geringsten Zweifel, die sind jetzt beseitigt hier. Der Gegner will dann nochmal ein bisschen wissen, aber Chabo ist da am Posten. Und jetzt kann ich auch ein bisschen wechseln mal. Wer hat denn noch gar nicht gespielt diese Saison? Saurer, der hat doch gestern gespielt. Ja, Jäger kommt mal rein für Ortakmaz. Weil ich habe jetzt eben auch nicht die Kondition noch aufgefrischt, deswegen sind manche Spieler jetzt total fertig noch. Chilixoi. Ja, komm, Dings noch an. Gonzales für Tönel, weil der Gelbe da vorbelastet ist. Dass der sich nicht nur eine unnötige gelbe Karte holt und dann im Achtelfinale gesperrt ist. Wäre auch nicht so schön. Ja, Ramirez macht das schön da auf der Außen, um Zeit zu gewinnen. Und damit heißt es Achtelfinale Calling, würde ich mal sagen. Jetzt gibt es die Wechsel und jetzt kann man dann auch schon mal kommen. Gucken, wie es in der Liga heute ausging. 1 zu 4, ja, auch da gab es leider ein Gegentor, das erste Gegentor in meiner Ligasaison. Tönelt hatte sich da noch verletzt, habe ich da natürlich geheilt. Ich habe ja genug Behandlungspakete, von daher kann ich das ausnutzen. Und dann bin ich zum nächsten Rückstand geraten. Teixeira mit dem 1-0 für den Chucky FC. Aber meine Mannschaft hat Moral bewiesen. Petrovski, Müller, noch vor der Halbzeit das Ding gedreht. Und nach der Halbzeit hat Stohr nochmal zugeschlagen und dann nochmal Petrovski. Ja, also die drei, das entwickelt sich wirklich so im magischen Dreieck vorne. Stohr, Petrovski, Müller. Die Typen, ey. Mit denen guckt dieses magische Dreieck da vorne. Das auf jeden Fall, die sorgen da wirklich für reichlich Tore. Auf die kann ich mich verlassen. In jeder Situation. Und jetzt hier hat Petrovski jetzt auch mal wieder getroffen. Also konnte er sich auch in die Torschützenliste noch eintragen. 4-1. Das gleiche Ergebnis wie jetzt in der Liga auch. Die Erfolgsserie geht damit auch weiter, obwohl jetzt auch das erste Gegentor gefallen ist in der Liga. Aber mein Gott, man kann sich jetzt auch über jede Kleinigkeit aufregen, ne? Und dann schauen wir dann auch mal, wie es dann im Achtelfinale weitergeht, dann im Pokal. Und vor allem, wie weit es generell noch geht im Pokal. Ob ich da auch wirklich um den Titel mitspielen kann, wird sich zeigen. Das wird sich zeigen. Ins Halbfinale habe ich es letzte Saison geschafft. Wenn ich es da wieder hin schaffe, das wäre schon ein Riesenerfolg einfach nur. Und jetzt habe ich zumindest schon fast so ein Minimalziel erreicht, das Achtelfinale im Pokal. Und das sehr souverän. Vor allem jetzt in der zweiten Runde. In der ersten Runde eher nicht. Ihr wisst, die Niederlage. Aber jetzt in der zweiten Runde 2-0 daheim gewonnen. Und jetzt, ja, ich wollte schon sagen, 5-1 auswärts gewonnen. Aber 4-1 ist auch super. Jawohl, meine Freunde. Ja, hier ist noch der Ball, aber ich habe ja gewonnen. Und ich treffe jetzt auf den Landy FC. Da gucken wir dann demnächst, was der für Stärken und was der für Schwächen hat dann. Ja, also, schau nochmal auf die Tabelle. Ich bin natürlich Tabellenführer. Dieser Bukkakis. Habe ich das richtig ausgedrückt? Bukkakis, was für ein bescheuerter Name. Bescheuerter Teamname. Der kann auch noch gleich ziehen mit mir, punktgleich, aber glaube ich nicht von der Tordifferenz her. Da ist er zu weit weg. Plus 3. Da ist er definitiv zu weit weg, um mich da noch einholen zu können. Also der kann noch mit mir gleichziehen. Alle anderen Teams können das nicht mehr. Also mal gucken, was ich morgen jetzt noch zeige. Um 16:43 ist Champions League. Und dann gegen Fede FC Liga. Vielleicht werde ich morgen beide Spiele zeigen. Ist ja Samstag, da habe ich wieder ein bisschen mehr Luft, mehr Zeit. Mal schauen, wie ich es mache. Also, bis dann. Und ja, mal schauen, was es morgen gibt. Bis dann. Ciao, Leute.